Willkommen, liebe Mitstreiter. Mitstreiter, so begrüße ich Sie, denn Sie, die Sie heute gekommen sind, Sie verbindet doch eins bei allen Unterschieden. Ihnen ist das kulturelle Erbe ein Anliegen, der Zugang zum kulturellen Erbe und wie dieser Zugang in der digitalen Welt gestaltet, wie er erleichtert werden kann. Das Ideal einer Wissensgesellschaft, das Ideal des freien Zugangs zum kulturellen Erbe, dieses Ideal ist nicht neu. Museen, Archive und Bibliotheken haben sich dem schon immer verpflichtet gefühlt. Sie waren und sie sind für viele der Schlüssel zu neuen Welten. Und Sie, die Sie hier zu dieser Konferenz gekommen sind, Sie haben Ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen damit, was es heißt, neue Welten des Wissens und des Verständnisses für andere Menschen zu eröffnen. Museen, Archive und Bibliotheken wurden und werden öffentlich finanziert, damit sie den Menschen, damit sie allen Menschen einen freien, einen offenen Zugang schaffen. Sie werden öffentlich finanziert, damit dieser Zugang, dieser offene Zugang zum kulturellen Erbe nicht oder zumindest nicht ausschließlich Marktmechanismen und Wirtschaftlichkeitserwägungen unterworfen wird, damit keiner ausgeschlossen wird. Kultur findet natürlich nicht außerhalb unserer Wirtschaftsordnung statt. Trotzdem, und da möchte ich schon, das möchte ich schon betonen, gibt es eine Differenz zwischen kultureller Relevanz und wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Gäbe es keine öffentlichen Museen, keine Archive und Bibliotheken, die Verantwortung übernehmen für unser kulturelles Erbe, die mit viel Einsatz, Mühe, Geld, Kompetenz die Zeugnisse des kulturellen Schaffens der Vergangenheit bewahrt hätten und auch immer noch bewahren, wenn es das alles nicht gäbe, unsere Welt wäre heute sehr viel ärmer. Wenn die Aussicht auf spätere kommerzielle Verwertbarkeit einziges Kriterium dafür wäre, was bewahrt wird, dann ist zu befürchten, dass das Wesentliche nicht bewahrt wird. In der analogen Welt, da gab es einen breiten Konsens über die Rolle und Funktion von Archiven, Museen und Bibliotheken. Ein Konsens auch über die Notwendigkeit der öffentlichen Finanzierung. Ich möchte nicht in Schwärmen über die gute alte Zeit verfallen, aber wenn ich als Schüler Bücher in der Stadtbibliothek ausgeliehen habe und dann völlig kostenlos darin gelesen habe, recherchiert habe, dann hat mir niemand Gratis-Mentalität vorgeworfen. Damit muss ich aber rechnen, wenn ich heute online recherchiere, ohne gleich meine Kreditkartennummer anzugeben. Der gesellschaftliche Konsens darüber, ob, unter welchen Bedingungen und bis zu welchem Grade der Zugang zu unserem kulturellen Erbe auch online möglich sein soll. Dieser Konsens, er muss neu errungen werden. Nur vordergründig scheint im Digitalen alles klar zu sein. Natürlich sollen sich die öffentlichen Gedächtnisinstitutionen den Herausforderungen der Digitalisierung stellen, wie es heißt. Das hört man Land auf Land ab. Sie sollen im Netz präsent sein. Aber was heißt das denn? Sollen sie eine schön gestaltete Website haben? Oder sind damit Recherchemöglichkeiten gemeint? Das setzt dann aber eine Erfassung der Bestände und eine entsprechende Datenbanken voraus. Apropos Bestände. Die Bestände sollen natürlich auch digitalisiert werden in Museen, Archiven und Bibliotheken. Bestände digitalisieren? Bestände, die oft noch nicht mal erfasst sind, die in verschlossenen Kisten in Depots lagern. Im Louvre soll es immer noch verschlossene Kisten vom Ägyptenfeldzug Napoleons geben. Vergleichbares gibt es auch in Deutschland. Die Bestände sollen digitalisiert werden, damit Archivarien gesichert sind. Aber Strategien für digitale Langzeitarchivierung sind damit nicht unbedingt verbunden. Kurz, der Begriff der Digitalisierung wird gern und oft benutzt, ohne dass so recht klar ist, was damit eigentlich gemeint ist.
ohne dass klar ist, was das für Folgen für die Institutionen hat. Ohne dass der Bedarf an Finanzierung und auch an Personal gesehen wird. Klarheit tut Not. Die Digitalisierung von Beständen, um diese auch online zugänglich zu machen, das ist eine zusätzliche Aufgabe für Museen, Archive und Bibliotheken. Es ist nicht so, dass die Erhaltung, die Restaurierung von Objekten dadurch weniger wird, dass sie digitalisiert werden. Es muss immer noch gemacht werden und bei Ausstellungen werden auch weiter die originären Objekte im Zentrum stehen. Auch das wird weiter so sein, wie es Museen immer gemacht haben. Die Möglichkeiten des Internets zur Kommunikation und zur Bewerbung kommen dazu. Und es wird natürlich von den Museen erwartet, dass diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Zu oft wird auch kulturpolitisch übersehen, dass es sich eben um zusätzliche Aufgaben handelt. Zusätzliche Aufgaben, die Geld kosten und die Personal binden. Das wird dann oft nicht so gern anerkannt. Mit etwas Pech verfallen Haushaltsverantwortliche, Kämmerer und Zuwendungsgeber sogar auf die Argumentation, mit Digitalisierung kann man doch schön rationalisieren, da spart man doch Geld. Also das ist nicht so. Damit der Zugang zum kulturellen Erbe im digitalen Zeitalter gelingt, muss er gewollt werden. Von den Institutionen, von der Kulturpolitik und von der Rechtspolitik. Und zwar nicht als bloßes Lippenbekenntnis, sondern ernsthaft. Mit allen Konsequenzen, auch finanziellen Konsequenzen. Die Institutionen, die Archive, Museen und Bibliotheken, sie müssen den Zugang wollen. Wollen sie das wirklich? Die Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Werken, Sie finden den Text in Ihrer Tagungsmappe, wurde vor 10 Jahren verabschiedet und schreibt eindrucksvoll die Chance von Digitalisierung und Internet auch für das kulturelle Erbe. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, das Deutsche Archäologische Institut, das Bundesarchiv und das Jüdische Museum Berlin haben diese Erklärung vor 9 Tagen unterzeichnet. Verbunden mit einer Best-Practice-Richtlinie, in der Ihr Verständnis von offenem Zugang näher erläutert wird. Darüber werden wir sicher auf dieser Konferenz noch sprechen. Aber mir stellen sich schon jetzt einige Fragen. Warum hat es denn 10 Jahre gedauert, bis diese Erklärung unterzeichnet wurde? Und beschreibt die Best-Practice-Richtlinie nur das Selbstverständnis dieser großen Institutionen, die unterschrieben haben, oder ist das repräsentativ für Archive, Bibliotheken und Museen in Deutschland? Auch für ein kleines Heimatmuseum in der Provinz? Und wenn es nicht repräsentativ ist, was für ein Verständnis haben andere Museen und Bibliotheken von offenen Zugang? Werden die Einschränkungen und Modifikationen der Berliner Erklärung durch die Best-Practice-Richtlinie, die insbesondere die kommerzielle Verwertung von Sammlungsbeständen durch andere verhindern sollen, von allen geteilt? Alles Fragen. Die Kulturpolitik. Auch die Kulturpolitik muss den Zugang zum kulturellen Erbe in der digitalen Welt wollen. Tut sie das wirklich? Ich habe in den Koalitionsvertrag geguckt und bin da doch etwas hoffnungsvoller geworden. Eine digitale Agenda ist festgehalten, Kultur ist recht prominent erwähnt, es steht vieles drin, was hoffnungsfroh macht, auch die Deutsche Digitale Bibliothek. Und in der Tat, um dabei zu bleiben, die Politik hat ja Zeichen gesetzt, mit der Deutschen Digitalen Bibliothek zum Beispiel, auf dessen Förderung sich Bund und Länder geeinigt haben. Aber es ist eine zeitlich befristete Projektförderung. Heißt das denn, dass die Ziele der Deutschen Digitalen Bibliothek nur befristete Gültigkeit haben? Wie gesagt, der Koalitionsvertrag macht da hoffnungsfroh. Es sind häufig politische, insbesondere haushaltspolitische Vorgaben, die Museen, Archive und Bibliotheken dazu zwingen, Einnahmen zu erzielen. Manchmal ist das sicher sinnvoll. Manchmal dagegen hat man den Eindruck, es sollen Einnahmen erzielt werden, koste es, was es wolle.
selbst wenn bei der Erzielung der Einnahmen Kosten entstehen, die weit über den Erlösen liegen. Das ist dieser Zwang, Einnahmen zu machen, und der steht einem offenen Zugang oft im Wege. Wird auch in Deutschland und Europa der gesellschaftliche Nutzen an der Digitalisierung, Recherchierbarkeit vom kulturellen Erbe gesehen? Und was folgt daraus? Die Gerichtsentscheidung über das Google Books Projekt wird auf dieser Konferenz sicher noch diskutiert werden. Ich will dem auch überhaupt nicht vorgreifen, sondern nur kurz einen Aspekt anreißen. Der Richter Chin, der US-amerikanische Bundesrichter, der entschied, dass die Digitalisierung von Bibliotheksbeständen durch Google zulässig sei, argumentiert: Mit der Digitalisierung von Bibliotheksbeständen seien substanzielle gesellschaftliche Vorteile verbunden. Sie fördere Fortschritt von Kultur und Wissenschaft. Er listet die Vorteile aus. Es werde leichter, Bücher zu finden, Bücher würden durch Digitalisierung durchsuchbar, die Forschung profitiere von der Digitalisierung, erhalte neue Werkzeuge, es vereinfache die Überprüfung von Zitaten und Quellenangaben, vergriffene Bücher werden wieder zugänglich, und Menschen mit Lesebehinderung oder auch in abgelegenen Gebieten wird überhaupt ein Zugang zu Büchern ermöglicht. Selbst wenn man diesem Google Books Projekt, aus welchen Gründen auch immer, kritisch gegenübersteht und auch ganz unabhängig von Google, wir müssen uns fragen, gibt es nicht tatsächlich substanzielle gesellschaftliche Vorteile, wenn Bibliotheksbestände digitalisiert werden? Und zwar auch Bestände aus dem 20. Jahrhundert, die meist urheberrechtlich geschützt sind. Wie sieht das die Kulturpolitik? Und wenn sie diese substanziellen gesellschaftlichen Vorteile sieht, was sind dann die Rahmenbedingungen, unter denen sie eine Digitalisierung zulassen will? Was sind die Voraussetzungen, was sind die Konditionen? Wie können die unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten und auch insbesondere die Interessen der Urheber berücksichtigt werden? Wie findet man dort zu einem Konsens? Oder, und das ist ja die Alternative, soll die Digitalisierung weiterer Bereiche unseres kulturellen Erbes nur in den USA stattfinden, weil wir es hier in Deutschland und in Europa nicht schaffen, einen verlässlichen Rahmen zu schaffen? Wird Europa da nicht abgehängt? Oder ist das unser Verständnis von Globalisierung, dass wir nichts tun und einfach zusehen, wie anderswo der digitale Zugang zum europäischen Kulturerbe geschaffen wird? Das Recht schließlich, das Recht, das muss nichts wollen. Aber das Recht, das muss das, was gewollt wird, regeln. Es muss es ermöglichen und es muss den Zugang zum Kulturellen im Digitalen ermöglichen. In der analogen Welt wurden öffentliche Kulturinstitutionen mit einer ganzen Reihe von Sonderbestimmungen und Handlungsmöglichkeiten gesegnet. Aber wie ist das im Digitalen? Darüber werden wir sprechen müssen. Wie gesagt, da muss ein neuer Konsens erzeugt werden. Zwar hat es in diesem Jahr einige gesetzgeberische Aktivitäten gegeben mit dem erklärten Ziel, das Recht an die digitale Welt anzupassen. Ein Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse wurde eingeführt, eine Regelung zu verwaisten Werken geschaffen. Aber reicht das? Auf die Kontroverse um das umstrittene Leistungsschutzrecht kann und will ich hier gar nicht eingehen. In der Tendenz dient es aber nicht der Erleichterung von Online-Zugang und Auffindbarkeit. Die Regelung zu verwaisten Werken, sie privilegiert zwar Archive, Bibliotheken und Museen, auf der anderen Seite statuiert sie aber so umfangreiche Prüfpflichten und ist mit so großen finanziellen Risiken verbunden, vor allem für den Fall, dass ein Rechteinhaber doch noch auftaucht, dass es sehr fraglich ist, ob es überhaupt praktische Relevanz haben wird, ob die Archive, Bibliotheken und Museen diese Risiken auf sich nehmen, ob sie nicht überfordert sind. Wir werden darüber morgen mit Experten diskutieren und wir werden darüber sprechen müssen, wie sich das Recht weiterentwickeln muss. So, dass es von denen, die Verantwortung für das kulturelle Erbe tragen und den Zugang zum kulturellen Erbe ermöglichen, also von ihnen, nicht weiter immer nur als Problem
wahrgenommen wird, so weiterentwickeln, dass nicht weiter viel Geld für Recherche und Rechtsgutachten ausgegeben wird, sondern dass, wenn Geld bezahlt wird, das auch bei den Urhebern ankommt. Zurück auf Los, zurück zum Anfang. Wir werden die Schwierigkeiten nur dann überwinden können, wenn klar ist, warum wir diesen Zugang zum kulturellen Erbe wollen, warum er wichtig ist, warum er eine öffentliche Aufgabe ist. Und das heißt eben auch, dass klar werden muss, was die Rolle öffentlicher Institutionen ist, was die Rolle der Wirtschaft ist und welche Aufgabe zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Wikipedia dabei spielen. Nur wenn wir sicher sind, was wir wollen und warum wir das wollen, werden wir erreichen können, auch politisch erreichen können, dass die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Sich erneut zu vergegenwärtigen, warum wir den Zugang zum kulturellen Erbe wollen, warum wir uns ihm verpflichtet fühlen, das ist wichtig. Und das zeigt auch der Blick in den Saal, sind etwa 300 Leute hier versammelt. Das zeigt sich aber auch daran, dass mit dem Jüdischen Museum Berlin, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dem Internet- und Gesellschaftskollaboratory, der Deutschen Digitalen Bibliothek, iRights Lab, der Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland Partner zusammengefunden haben, die durchaus ganz unterschiedlich sind, die aber genau diesen Diskurs führen wollen. Es zeigt sich auch daran, dass mit EMC und Google und Zeutschel wichtige Unternehmen diese Konferenz unterstützen. Wir kriegen hier auch spendiert den neuen Martedring von Flora Power, auch dafür vielen Dank. Dass dieser Diskurs so wichtig ist, das zeigt sich schließlich auch daran, dass so interessante Referenten gekommen sind und auch noch kommen werden und dass sie alle auf ein Honorar verzichten. Alle, die hier sprechen, sprechen, weil ihnen das Thema ein Anliegen ist. Auch dafür meinen herzlichen Dank an alle Referenten. Der Diskurs über den Zugang zum kulturellen Erbe ist wichtig. Eine freie Gesellschaft braucht den offenen Zugang zu ihren Wurzeln, braucht den Zugang zu ihrem kulturellen Erbe. Die Wissenschaft braucht den offenen Zugang zum kulturellen Erbe. Und dieser Zugang ist eine öffentliche Aufgabe. Und der Zugang entscheidet darüber, welche Relevanz unser kulturelles Erbe in Zukunft haben wird. Und es entscheidet sich jetzt, ob wir, die wir hier sind, diesen Zugang schaffen und gestalten können oder ob das andere tun mit anderen Schwerpunkten oder ob wichtige Bereiche unseres kulturellen Erbes nach und nach aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden. Das wollen wir nicht. Und lassen Sie uns gemeinsam dafür streiten, dass das nicht passiert, liebe Mitstreiter. Herzlichen Dank. Bertolt Brecht schrieb in seinem Gedicht an die Nachgeborenen, was sind das für Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es das Schweigen über so viele Untaten einschließt. Kann man in Zeiten von Tempora und Prism und den Bespitzelungsskandalen überhaupt einfach so über Zugang sprechen? Ich denke ja, und ich denke, man sollte es auch, man muss es auch, denn das, was der Zugang bedeutet, der Zugang durch das Netz und der Zugang in der digitalen Welt, das hat viel damit zu tun, was dieses Netz und was diese Technik für eine offene und eine freie Gesellschaft sein kann. Und das positiv, dieses positive Ideal zu beschreiben, das hat lange Zeit viele Menschen fasziniert, die man zusammenfasst als die Netzgemeinde. Ein nicht wirklich trennscharfer Begriff, der aber all diese beschreibt, denen es um ein offenes, um ein freies und um ein sicheres Internet geht. Und einer der bekannten Vertreter dieser Netzgemeinde ist Sascha Lobo, der jetzt zu uns sprechen wird.
Was erwartet diese Netzgemeinde von Museen, Archiven und Bibliotheken?